Jeremia 32, Vers 40. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Hier beschreibt Gott einen wesentlichen Teil des neuen Herzens. Wir haben es schon gehört, Hesekiel 36, das neue Herz, das ist ein empfängliches Herz, ein Herz, das Gott begegnen kann, das von diesem Wasser des Lebens trinken kann. Und indem Gott wirklich gehorsam von Herzen, durch Überzeugung, durch Willigkeit wirkt, nicht durch Zwang, nicht durch Druck oder christliche Sozialisation und ein Christ benimmt sich so und ein Christ sollte so und ein Christ sollte das, sondern weil unser Herz willig gemacht wird. Und hier geht es einen Schritt weiter. Hier wird beschrieben, wie Gott das voranbringt in unserem Herzen. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Gottes Plan ist, in mein Herz und in dein Herz das hineinzulegen, was die Bibel Gottesfurcht nennt. Und ich sage es viele Male und ich sage es heute wieder, wenn du noch nie in deinem Leben als Christ die Bibel studiert hast, was die Bibel als Gesamtes zu sagen hat über die Furcht des Herrn, dann hast du etwas Wesentliches verpasst. Und hol das bitte nach. Und sobald du das getan hast, sobald du studiert hast, was ist die Furcht des Herrn? Wie wirkt die Furcht des Herrn? Was sind die Segnungen der Furcht des Herrn? Und wie bekomme ich die Furcht des Herrn? All diese Fragen durch das Wort Gottes beantwortet hast, wirst du eins verstehen. Deine Wunschliste gegenüber Gott reduziert sich auf eins. Du brauchst die Furcht des Herrn. Du brauchst nicht tausend Dinge, du brauchst eine Sache. Du brauchst die Furcht des Herrn. Sogar deine Nachkommen, sogar deine Kinder werden noch gesegnet sein davon, dass du die Furcht des Herrn kultivierst in deinem Leben. So, was ist die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn natürlich, das wissen wir schon, hat nichts mit Angst vor Gott zu tun. Wie kann ein liebender Gott sagen, komm zu mir, ich nehme dich in die Arme, ich tröste dich, ich heile dich, ich stelle dich wieder her, aber hab Angst vor mir. Das passt ja nicht, das funktioniert nicht. Ja. Und Gott ist nicht dumm. Er redet nicht von Angst haben vor ihm. Furcht des Herrn hat nichts mit Angst zu tun. In der Liebe ist keine Furcht, sagt Johannes. Furcht des Herrn ist Respekt, es ist Ehrfurcht. Es ist eine solche Hingabe an Gott und eine solche Liebe zu ihm, dass wir in unserem Innern mehr und mehr diesen Wunsch verspüren. Wir wollen ihn erfreuen. Wir wollen ihn in Ehren halten. Die Furcht des Herrn ist nichts anderes als die Gesinnung Jesu. Und Paulus sagt, so wie Jesus gesinnt sei, jeder von euch soll so gesinnt sein. Was war die Gesinnung Jesu? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war Jesus auf der Erde. Sogar wenn er Aufträge bekam, von denen er wusste, auweia, das wird wieder Schläge geben, das wird wieder Probleme geben, das wird wieder neue Welle von Hass und Empörung bringen seitens der Pharisäer und der Schriftgelehrten, das wird wieder neuen Stress bringen. Hat nicht gesagt, Vater, weißt du, was du mir für einen Auftrag gibst, weißt du, was das wieder bedeutet? Kannst du den Auftrag nicht verändern? Nein. Jesus war bereit, den Vater durch Gehorsam zu ehren, auch wenn er dafür zu bezahlen hätte, auch wenn er dafür zu leiden hätte. Weil es ihm nicht darum ging, was kostet mich das, was bringt mir das an Trouble ein und welche Nöte habe ich dadurch wieder, sondern es ging ihm um eins, ich will den Vater erfreuen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das ist, was wir finden in Sprüche und das kann man wie so ein Banner über das Leben Jesu drüber schreiben. Ein weiser Sohn erfreut den Vater und Jesus war nur gekommen zu dem einen Zweck, den Vater zu erfreuen. Ob die Leute gejubelt haben über seine Predigt oder ob sie so böse waren, dass sie ihn umbringen wollten. Das spielte keine Rolle. Er sagt, ich rede nicht meine Worte, ich rede die Worte, die der Vater mir gegeben hat. Ja. Und er hat nicht in den heutigen Maßstäben von Popularität gemessen. Ach, Vater, ich habe das gepredigt und schau mal, wie viele Dislikes ich gekriegt habe auf Facebook. Das kann doch nicht eine gute Botschaft gewesen sein. Die Reaktion der Menschen hat überhaupt nichts über die Qualität seiner Predigt ausgesagt. Er hat wunderbar gepredigt in der Salbung des Heiligen Geistes und Menschen wollten ihn umbringen als Lohn für seine Predigt.
hat nicht gesagt, ich muss meinen Stil ändern. Ich muss meine Botschaft an. Das kommt so nicht an. So kommen wir nicht vorwärts. So können wir nicht eine geistliche Weltrevolution starten. Die Leute, die sind ja mehr abgeschreckt. Jesus hat nicht Massen gesucht, sondern wollte den Vater erfreuen. Wie anders heute und wie billig. Ein großer Leiter in unserem Land rühmt sich. Seitdem ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist meine Gemeinde voll. Was für eine Weisheit. Das ist die Weisheit aus der Hölle. Aber er denkt, er baut Reich Gottes. Er denkt, er segnet Menschen. Er hilft Menschen. Hat Jesus über Sünde gepredigt? Aber ja. Mit den schärfsten Worten hat er gesprochen über die Konsequenzen von Sünde. Haben die Apostel über Sünde gepredigt? Aber ja. So was bringt einen modernen Pastor heutzutage zu der Idee, ich lasse das ganze Thema Sünde bewusst draußen und ich freue mich, dass meine Gemeinde gewaltig wächst. Es ist die Weisheit dieser Welt. Und es hat nichts mit Gott und mit seinem Reich zu tun. Es ist die Sünde der Menschengefälligkeit und getarnt in einer Pseudoliebe, die nicht echt ist, die aus der Seele ist, die nicht aus dem Heiligen Geist kommt. Furcht des Herrn ist ausgerichtet auf Gott und will nur ihn erfreuen oder negativ ausgesprochen, ihn nicht kränken, ihn nicht beleidigen, ihn nicht betrüben, ihn nicht verunehren, den Feinden Gottes nicht Raum geben, ihm zu lästern. Das ist, was Sünde tut. Der Prophet kommt zu David und sagt, wegen deiner Sünde, durch deine Sünde, hast du den Feinden Gottes Raum gegeben zur Lästerung. Wenn wir nur verstehen, wir leben vor Gott und für Gott, aber wir werden beobachtet von den Mächten der Finsternis. Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel für sie. Und entweder wir sind eine Demonstration von Klarheit und Gradheit und Kompromisslosigkeit und wir sind nicht käuflich, oder wir sind Waschlappen und sie jubeln und sagen, macht nur weiter mit eurer seichten Liebe. Macht nur weiter mit dem Verharmlosen von Sünde. Macht nur weiter, nicht irgendwie Leute wachzurütteln. Schläfert sie ein mit eurem Opium. Macht einfach nur weiter. Karl Marx, Religion ist Opium für das Volk. Und das ist so. Das war einer seiner guten Sätze. Aber wir reden nicht von Religion, wir reden vom Worte Gottes. Wir reden von einem heiligen Gott. Wir reden vom heiligen Wort Gottes. Wir reden von Furcht Gottes. Und von einer echten Beziehung mit Gott, die nicht ein religiöses Ritual irgendwie bedeutet, sondern die bedeutet, die Herzen werden gerade und klar und wahrhaftig und mehr frei von irgendwelchen Täuschungen und irgendwelcher Lüge. Davon reden wir. Und das ist, wozu wir eingeladen sind. Gott hat eine gewaltige Verheißung gegeben. Er wird seine Furcht in unser Herz legen. Und alles, was wir zu tun haben, ist, nachdem wir unser Bibelstudium über Furcht des Herrn beendet haben, zu ihm zu kommen und sagen, was für eine Verheißung. Das ist ja genau, was ich brauche. Das ist das Zentrum, das deckt alle meine Bedürfnisse ab. Ob das meine Finanzen sind, ob das meine Familie sind, meine Kinder sind, mein Beruf angeht, mein Dienst im Reich Gottes, das deckt alles ab. Mehr brauche ich nicht. Gib mir doch das, was du versprochen hast. Was tun wir mit Verheißungen? Wir kommen mit Verheißungen vor Gott. Wir halten sie ihm vor und wir glauben ihm und wir erwarten, dass er seine Verheißungen erfüllt. Nicht, weil wir irgendein Recht haben und wir irgendetwas beanspruchen können, aber er selber hat versprochen, das zu tun. Und deswegen kann es nur eine Reaktion geben, weil Gott wahrhaftig ist und weil er treu ist. Du hast es versprochen und du wirst es tun und ich danke dir dafür. Wir kommen in Gewissheit, weil wir unseren Glauben bauen auf die Verheißung. Wir können nicht Gott dazu bewegen, irgendetwas zu tun, was er nicht tun möchte. Manche Leute, die hören eine Botschaft über mit Kühnheit vor Gott kommen und ihm das Wort bringen und erwarten, dass er tut, was er gesagt hat. Sie denken, ja, wir drehen Gott den Arm um. Niemand kann Gott den Arm umdrehen. Aber Gott wird geehrt, wenn wir kommen und sagen, du hast mir das versprochen. Und deswegen kann es nichts anderes geben für mich, als dass du dein Wort hältst. Und ich warte darauf, erfülle dein Wort in meinem Leben. Ich habe ein Recht darauf,
Nicht wegen mir, nicht weil ich fein gebetet habe, mich ordentlich benommen habe heute gegenüber meiner Frau, sondern ich habe ein Recht, weil Gott gesagt hat, er ist treu und wahrhaftig. Und wenn ich dann komme und würde sagen, ja Herr, wenn es dein Wille ist, ich weiß ja nicht. Er würde sagen, wie mein Wille? Habe ich dir nicht gesagt? Das gehört dir. Warum kommst du nicht und forderst es ein? Gott ist nicht eingeschüchtert, wenn wir uns auf sein Wort stellen, sondern Gott ist hoch erfreut. Aber wenn wir kommen und sagen, ja, du hast gesagt, aber ich weiß nicht, ob du mich meinst und ich will dir auch nicht zu aufdringlich sein und will auch dir nicht deine kostbare Zeit stellen. Lass diesen Quatsch sein und komm mit Kühnheit in das Heiligtum. Sag, Gott, du bist treu und wahrhaftig. Und all meine Kühnheit gründet sich auf deine Treue. Nicht auf mein Bravsein, nicht auf mein gutes Benehmen, auf mein Beten oder Fasten oder dies und jenes. Meine Kühnheit und meine Zuversicht, weil du der Wahrhaftige bist, darf ich nichts anderes erwarten, als dass du dein Wort erfüllst. Der religiöse Mensch zuckt zusammen, wenn er solche Gebete hört. Da fehlt mir aber der Respekt vor Gott. Das ist der Respekt vor Gott. Wenn du schaust, wie Männer und Frauen in der Bibel gebetet haben, sie haben sich gegründet auf das Wort und haben gesagt, Herr, du hast versprochen, jetzt tu auf, steh auf und tu, was du gesagt hast. Religiöse sind, meine Güte, oh, das geht aber nicht. Aber Gott sagt, endlich einer, der glaubt, dass ich treu und wahrhaftig bin. So kommen wir vor Gott mit dieser Verheißung, die kostbaren und allergrößten Verheißungen, durch die wir Teilhaber werden der göttlichen Natur. Das ist, was Petrus sagt. Und dies ist eine dieser kostbarsten Verheißungen. Und was tut die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn führt dazu, dass wir nicht abweichen von ihm. Die erste Verheißung, Hesekiel 36, sagt, ich mache aus euch solche Menschen, die mein Geboten wandeln, meine Rechtsordnung tun. Gott hat versprochen, in uns diesen Gehorsam hervorzubringen. Hier wird es näher beschrieben, wie Gehorsam zustande kommt. Durch die Furcht des Herrn. Wir lernen, dran zu bleiben am Herrn. Wir lernen, einfach nicht abzuweichen, keine Kompromisse zu machen. Durch die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist eine gewaltige Kraft, die wirken wird in unserem Herzen. Und wie genau tut sie das? Sprüche 16, Vers 6, zweiter Teil. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und das, was ich jetzt hier erkläre, das funktioniert mit Pornosucht, das funktioniert mit zwanghafter Selbstbefriedigung, das funktioniert mit Geiz, das funktioniert mit Zorn, den man nicht kontrollieren kann, das funktioniert mit allen Bindungen. Das ist der Weg, wie wir frei werden. Wir kümmern uns nicht um die Symptome, wir kümmern uns um das Herz. Und das Herz braucht eine Behandlung Gottes. Das Herz muss die Furcht des Herrn bekommen. Und dann lernen wir durch die Furcht des Herrn vom Bösen zu weichen. Das ist, wie es funktioniert. Das ist eine Kraft in uns, die uns wach macht, die uns die Sachen vor Augen hält und sagt, siehst du, was das hier ist, was dir angeboten wird? Weißt du, was das für Konsequenzen sind? Willst du das wirklich haben? Triff eine Wahl. Ich lege vor dich Segen und Fluch und jetzt wähle. Und für die, die ganz unentschlossen sind und keinen Plan haben, Gott sagt noch, wähle das Leben. Eigentlich müsste er das nicht sagen, wenn er sagt, ich lege dir Segen und Fluch vor Tod und Leben. Jetzt wähle, wir müssen alle wissen, aber für die letzten Unentschlossenen, wähle das Leben. Vorhin kam mir das so, als wir gesungen haben, der mein Erlöser lebt. Ja, und der Erlöser sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja, wir sollen leben, nicht vegetieren, nicht gebunden sein, nicht geknechtet sein, sondern wir sollen alles empfangen, was er für uns hat. Römer 5, 17, wenn wir die Fülle der Gabe der Gnade empfangen und die Gabe der Gerechtigkeit, dann herrschen wir im Leben. Christen, die zwanghaft stundenlang vor dem Fernseher sitzen müssen und sich eine Soap nach der anderen reinziehen, herrschen nicht, sie werden beherrscht werden. Und sie können nicht wachsen, sie können das Feuer nicht behalten, sie können ihren Eifer für Gott und für ein reines, Gott wohlgefälliges Leben nicht behalten, weil sie sich besudeln lassen vom Geist dieser Welt und regungslos und passiv mit ansehen, wie Menschen sich beleidigen, kränken, aneinander schuldig werden, die hässlichsten und unreinsten Redensarten führen und Christen nennen das Feierabend und Entspannung von der Arbeit. Hast du mal jemals darüber nachgedacht, wie Engel sich die Augen reiben und sagen, wie kann das sein? Sie bekennen Jesus als ihren Herrn. Sie sagen, sie lieben Gott.
Was um aller Welt bringt sie dann dazu, sich vor diesen Kasten zu setzen und sich vom Geist dieser Welt, der gegen Gott ist, der Gott beleidigt, der Gottes Angesicht spucken möchte am liebsten, sich von diesem Geist der Welt berieseln zu lassen und gar nicht merken, wie das Feuer aus ihrem Herzen gestohlen wird? Wie kann das sein? Wie kann man sagen, ich lebe für Gott? Und dann gibt man sich hin dem Geist dieser Welt und vergnügt sich an etwas, wo der Himmel sagt, wie kann man da nur hinschauen? Und wie kannst du den Heiligen Geist zwingen, den Reinen, den Heiligen, mit dir zusammen vor dem Kasten zu sitzen und dich vom Drachen anhauchen zu lassen? Wie ist das möglich?